erstens zu Wahlen in der Türkei. Da gibt es ja nicht nur das Ergebnis des bestätigten Präsidenten, was natürlich ärgerlich hoch ausgefallen ist. Aus linker Sicht möchte ich vor allen Dingen sagen, wir freuen uns sehr über das gute Ergebnis des von uns unterstützten linken Kandidaten Demirtas. Er hat fast 10% eingefahren. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Und das zeigt, er ist nicht nur von kurdischen Wählerinnen und Wählern gewählt worden, sondern darüber hinaus. Erdogans Politik stand bisher vor allem für Amtsmissbrauch und Demokratieabbau. Als frisch gewählter Präsident hat er auch sofort verkündet, dass er eine Verfassungsveränderung plant, die das Präsidentenamt, also seine Macht, vor allen Dingen stärken wird. Und vor diesem Hintergrund ist nochmal mir wichtig zu unterstreichen, gerade weil Erdogans Politik bisher vor allem für Demokratieabbau und Korruption steht, ist es umso wichtiger, dass es eine starke linke Opposition im türkischen Parlament gibt. Das Ergebnis des linken Kandidaten Demirtas ist eine gute Grundlage und eine gute Ausgangslage für die Parlamentswahlen, die anstehen. Wir gratulieren also dem Kandidaten Demirtas zu dem Ergebnis. Zweitens zur Lage im Irak. Die Nachrichten, die uns aus dieser Region erreichen, sind dramatisch, schockierend, besorgniserregend. Und angesichts der offenbar zu allem entschlossenen Kämpfer des Islamischen Staates stellt sich die Frage, wie reagiert man darauf, wie geht man damit um? Nun gibt es Parteien, die angesichts des Vormarschs der ISIS sofort mit wehenden Fahnen nach militärischer Intervention rufen. Ich will ganz klar sagen, wir gehören nicht dazu. Auch in dieser Situation ist unsere gesellschaftliche Funktion als Linke vor allem Fragezeichen zu setzen. Ich bin ausdrücklich dagegen, dass man jetzt sofort und umstandslos in die nächste militärische Intervention geht. Ein dritter Irakkrieg ist keine Lösung. Schon deshalb nicht, wenn man sich einmal die Ursachen des jetzigen Bürgerkriegs in dieser Region anschaut. Also den Vormarsch der ISIS gäbe es so nicht, wenn es nicht davor den Einmarsch in den Irak von Seiten der USA gegeben hätte. Die Terrorbanden der ISIS sind also Geschöpfe einer verfehlten Sicherheitspolitik, die auf militärische Intervention gesetzt hat. Die ISIS hat doch auch deswegen so viel Zulauf oder es gibt so wenig Widerstand, weil die USA als Besatzer sich viele Feinde gemacht haben und vor Ort auf Akteure gesetzt haben, die sich gleichermaßen viele Feinde gemacht haben. Also diese Sicherheitspolitik, die auf militärische Intervention und Besatzung setzt, hat in der Vergangenheit gescheiterte Staaten in Serie produziert. Deswegen meinen wir, man kann die nicht einfach fortsetzen und jetzt die nächste militärische Intervention planen. Auch bei Waffenlieferungen in diese Region sollte man sehr vorsichtig sein. Wie fragwürdig der Ruf nach Waffenlieferungen an eine der Kriegsparteien ist, zeigt sich schon allein durch den Umstand, dass sich dort in dieser Region alle möglichen Parteien mit den gleichen US-amerikanischen Waffen gegenseitig bekämpfen und die Waffen auch untereinander sich gegenseitig erbeuten. Hinzu kommt, dass die kurdischen Milizen, die gerade gegen die ISIS kämpfen und die es geschafft haben, übers Wochenende ohne Hilfe von außen den Sicherheitskorridor frei zu kämpfen für die jesidischen Flüchtlinge und andere Flüchtlinge, die rufen eben nicht nach Waffen, sondern sie sagen, was es jetzt vor allen Dingen in dieser Region braucht, ist eine humanitäre Hilfe. Deswegen meinen wir, es gibt drei Punkte, die man sofort in Angriff nehmen könnte, um dieser Region der humanitären Katastrophe etwas entgegenzusetzen. Das ist zum einen humanitäre Hilfe. Also wenn amerikanische Flieger in der Region Lebensmittel abwerfen, tun sie auf jeden Fall das Richtige. Zweitens, die kurdische Selbstverwaltung muss gestärkt werden. Und das heißt, hier muss der Nachbarstaat Türkei, der NATO-Mitglied ist, deutlich in die Pflicht genommen werden. Da muss man auch sondern deutlich Erdogan in die Verantwortung nehmen, so schwer das sein wird. Die Unterstützung oder die zumindest latente Unterstützung der Terrorbanden darf so nicht fortgehen und die Repressionen gegenüber kurdischer Selbstverwaltung müssen beendet werden. Und drittens, die vielen Menschen, die jetzt wirklich in Todesangst fliehen mussten, das kann man nicht einfach auf die Nachbarstaaten abwälzen, die ohnehin schon unter einer enormen Flüchtlingswelle leiden. Das heißt, hier ist der Westen gefordert, Flüchtlinge aufzunehmen, um zumindest die Spitze dieser humanitären Katastrophe aufzufangen.
Nur ist es immer schwierig mit Zahlen. Ich finde, anstatt in abstrakten Zahlen zu denken, kann man ja mal darüber nachdenken, auf wie viele Einwohner könnte ein Flüchtling kommen. Und ich meine, wenn jeder Kiez mit 500 Einwohnern einen Flüchtling aufnimmt, dann würde das sozusagen hier in der Bundesrepublik wahrlich nicht zu einer Überlastung führen und könnte in den Ländern vor Ort deutlich für eine Entlastung sorgen. Kommen wir zu einem dritten Thema, dem Recht auf Urlaub. Ich freue mich sehr über die Resonanz, die dieser Debattenvorstoß meinerseits erzeugt hat. Auch die Reaktionen von Sozialverbänden und anderen Parteien zeigen, dass wir da ein wichtiges Thema angesprochen haben. Ich will noch mal die Zahlen in Erinnerung rufen. Jede zweite Alleinerziehende in diesem Land leistet sich nicht mal eine Woche Urlaub. Fast 60% der Armutsgefährdeten in diesem Land leisten sich keinen Urlaub. Man kann also ganz einfach sagen, Armut macht in diesem Land keinen Urlaub. Und für mich gehören die Erinnerungen an Familienurlaube mit zu den schönsten Kindheitserinnerungen. Deswegen lässt es mich auch nicht kalt, wenn laut Kinderschutzbund 3 Millionen Kinder in diesem Land nicht in diesem Sommer und überhaupt in diesem Jahr nicht erfahren, was Urlaub überhaupt bedeutet. Also Armut hat viele Facetten, das ist uns bewusst, aber der Verzicht auf Urlaub, auf Begegnungen, auf Tapetenwechsel ist halt einer davon. Und das war uns wichtig, war mir wichtig zu thematisieren in der Zeit, wo man gerne mal auf Arbeit sich, wenn wir jetzt wieder alle zusammenkommen, nach der Sommerpause austauscht, wie der Urlaub war, dass es doch viele Menschen in diesem Land gibt, die gar nicht erleben konnten, was Urlaub bedeutet. Nun gäbe es ein sehr einfaches, universelles Mittel dagegen. Man könnte nämlich die Armut abschaffen. Dafür bräuchte es deutlich höhere Löhne und deutlich bessere und andere Sozialleistungen. Hartz IV müsste ersetzt werden, mindestens durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Das Wohngeld müsste aufgestockt werden, etc. Für diese weitreichenden Ziele werden wir als Linke natürlich unermüdlich weiterhin kämpfen. Bisher haben wir von den anderen Fraktionen im Bundestag bei diesem Kampf nur sehr wenig Unterstützung bekommen. Umso mehr freut es mich jetzt, dass zumindest bei diesem Detailproblem der Armut, nämlich das nicht vorhandene Recht auf einen Urlaub, wir Unterstützung erreicht haben. Und ich habe ja hier sehr konkret mal eine Zahl ins Gespräch gebracht, 500 Euro. Das orientiert sich so an der Summe, die man in einer Jugendherberge als Erwachsener im Familienzimmer mit Vollpension bezahlen muss. Aber wie gesagt, den Betroffenen soll freigestellt werden, wie sie das Geld anwenden sollen, ob sie es beim Reisebüro anwenden oder sich davon Fahrkarten von der Deutschen Bahn leisten, ob sie damit wandern gehen oder an den See zum Entspannen fahren. Das muss natürlich jeder Betroffene selber suchen, entscheiden. Das war ein ganz konkreter Vorschlag meinerseits, um auf eine Problemlage hinzuweisen. Und ich finde, wenn jetzt aus den verschiedensten Parteien da Sensibilität geäußert wird, dann sollte doch eine konkrete Lösung nicht an ideologischen Schranken scheitern. Für diesen Sommer wird es leider zu spät sein, aber spätestens für nächsten Sommer müsste man da doch eine Lösung in Angriff nehmen können. Zum vierten Thema, den Lohndebatten. Der Chef des DGBs hat deutliche realen Lohnerhöhungen gefordert und das zu Recht. Er hat dafür auch aus den unterschiedlichen Parteien Unterstützung erhalten, zumindest rhetorischer Art. Wir als Linke stehen voll und ganz hinter dieser Forderung und wir sagen auch, es gibt im deutschen Arbeits- und Sozialrecht mehrere Lohnbremsen, die teilweise von politischen Parteien ausdrücklich installiert wurden. Um nur mal einige zu nennen. Jemand, der nur einen Leiharbeitsplatz hat und Angst hat, dass der bald wieder endet. Jemand, der nur befristet arbeitet und sich schon Gedanken machen muss, wo der nächste Anschluss ist. Jemand, der Angst hat vor den Sanktionen in Hartz IV, bei Verlust des Jobs in ein System von Schikane und Armut zu fallen, dessen Verhandlungsmacht ist natürlich geschwächt. Und wir als Linke sagen ganz klar, wenn es jetzt Beifall aus der Politik für Reallohnsteigerungen gibt, dann ist es nur recht und billig, die entsprechenden Personen beim Wort zu nehmen und ganz klar zu fordern, lasst uns folgende drei Lohnbremsen endlich lösen. Das heißt, Abschaffung sachgrundloser Befristung, zweitens Gleichstellung von Leiharbeit und einen 10-prozentigen Flexibilitätszuschlag und drittens Abschaffung des Hartz-IV-Sanktionssystems. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.